Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Get Down, beziehungsweise zur ersten Runde. Ja, das ist ein neuer Spielmodus auf den... Oh, jetzt bin ich direkt gefällt. Auf dem Revinzeit-Server. Und zwar geht es darum, nach unten zu kommen. Ja, ohne zu sterben. Man kriegt Fallschaden ganz normal. Und man sollte auf dem Weg dort solche Coinblöcke hier, das sind solche Seelaternen oder wie die heißen, einsammeln. Weil zum Schluss gibt es eine kleine PvP-Phase. Ja, deswegen, und da kann man dann halt mit den eingesammelten Coins einkaufen. Und ja, es werden immer drei Maps gespielt, danach gibt es die PvP-Phase. Das Ganze gibt es auch noch mal ohne PvP-Phase, dann geht es da im Prinzip halt mehr drum, wer als erster unten ist, anstatt um die Coins zu sammeln. Natürlich wäre es jetzt auch schon schön, nach unten zu kommen, möglichst schnell, aber das ist nicht das Wichtigste, da sind die Coins am wichtigsten. Und ja, man kann sich hier auch schlagen, also runterschlagen, und immer wenn man einen runtergeschlagen hat, also einen Kill gemacht hat, dann bekommt man auch ein paar Coins. Und es gibt hier auch so Lucky Blocks, die bringen halt Lucky Effekte, oder halt Non-Lucky Blocks, die bringen halt dementsprechend Scheißeffekte wie Blindness oder sowas. Und ja, so viel eigentlich nur dazu. Den Server gab es schon mal auf, ich glaube, Craft Games ist der Server. Den habe ich sehr, sehr oft gesuchtet. Da gab es halt aber nur Jumpdown, also das ohne PvP-Phase. Da gab es das nicht mit PvP-Phase. Finde ich aber auch cool, dass die auch noch einen Modus mit PvP-Phase rausgebracht haben. Hat mal was anderes. Ja, weil Craft Games ist ja vor ein paar Monaten, ich sag mal, offline gegangen. Und die haben sich jetzt vor kurzem mit dem Revinzeit-Server zusammengeschlossen und deswegen ist in Zusammenarbeit mit dem Server-Team hier dieser Modus auch entstanden. Ich weiß nicht, ob jetzt die komplett sozusagen mit am Server arbeiten oder nur am Modus, aber ja, keine Ahnung. Ja, jetzt kommt die nächste Map. Es hat ja gerade jemand gewonnen. Ich habe ein paar Coins gesammelt, jetzt nicht allzu viel. Wie viel habe ich? 175. Ich muss mal ein bisschen drauf achten, Coins zu sammeln, anstatt nach unten zu kommen. Ja, da hat schon einer vor mir den Coin-Block gesnackt. Ja, hier sind aber auch kaum Coins. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Ja, ich gehe mal hier. Oh, ich bin übrigens heute noch gar nicht eingespielt. Das ist meine allererste Runde am PC, auch vor allem seit jetzt 2-3 Tagen. Weil ich habe halt nicht seit 2-3 Tagen nicht mehr gespielt, oder zumindest seit 1-2 Tagen. Habe ich nicht mehr gespielt, weil ich halt viel Order Chaos Redemption gezockt habe, weil ich will halt unbedingt das Maximum Level erreichen. Danach wird sich das, denke ich mal, so einpendeln, dass ich dann auch viel wieder am PC zocken werde. Aber erstmal will ich unbedingt das Maximum Level erreichen. Aber naja, deswegen war ich jetzt auch nicht am PC und das ist dann natürlich noch etwas anderes, dann wieder mit dem Maus und so umgehen zu können. Deswegen, da kommt mir jetzt noch alles ein wenig komisch wieder vor, irgendwie wieder was Festes in der Hand zu haben. Aber es wird sich wieder einpendeln. Oder hat schon wieder jemand mit einem, ich sag mal, nicht allzu schönen Namen gewonnen. Ja, jetzt kommt noch eine Map und danach geht's dann in die PvP-Phase. Wir haben jetzt 261 Coins, nicht so extrem viel, aber es geht noch klar. Ich denke aber, da sind die anderen im Vorteil, vor allem wegen der PvP-Phase, da werde ich völlig ablosen. Weil ich ja, wie gesagt, noch keine Runde Minecraft gespielt habe seit ein paar Tagen. Und dementsprechend natürlich auch kein PvP. Das heißt, dass ich dort dann nochmal extra ablosen werde. Oh nein, hier kommt man gar nicht dran. Was ist das denn für ein Fail? Alles klar. Aber hier kommen wir dran. Okay. Schaffen wir das? Ja, okay. Ja, ich habe auf Crack Pro, da kann ich eigentlich gut mitspielen. Also, ist mir egal, ob ihr mich dafür hatet, ich komme halt gut zurecht. Und da sieht das natürlich bei Jump'n'Runs ein wenig, oder zumindest bei Jumpdown ein wenig weiter entfernt aus. Aber, naja. Lucky, wir bekommen Regeneration. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen, sag mal, die Tuba, und wie lange haben wir das Ding noch? 10 Sekunden jetzt noch, okay. Können wir nochmal einen runter auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Oh, da sind wir gestorben, scheiße. Zwar dumm, aber es geht ja, wie gesagt, nicht darum, als erster unten zu sein. Wir wollen ja auch nochmal ein paar Coinblöcke einsammeln, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste in diesem Modus. Bei Jumpdown geht es, wie gesagt, eigentlich nur darum,
möglichst schnell und als erster möglichst nach unten zu kommen, aber hier halt eben mehr um PvP. Ja, okay, das war dumm. Wir hätten uns den gut noch snacken können, irgendwie wären wir da noch dran gekommen, aber mal gucken. Weiß doch nicht, wie die anderen, die haben jetzt noch 40 Blöcke vor sich. Ich denke, der wird das auch noch finishen. Aber kann ja auch sein, dass es nicht finishen wird. Ja, okay, er wird das Ganze finishen, denke ich mal. Oh, unlucky. Jetzt bekommen wir zum Beispiel Sprungkraft. Und das ist natürlich nicht so gut, weil da bekommt man halt auch mehr Fallschaden. Aber die geht auch nach ein paar Sekunden wieder weg. Oh, 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 wie dumm. Ja, das war dumm. Das war dumm. Aber da hinten sind noch mega viele. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, und ich werde dann auf jeden Fall versuchen, mehr Minecraft-Videos rauszuholen. Das war jetzt nur... Ja, sonst kommt normalerweise Order and Chaos 2 Redemption. Vielleicht einmal bis zweimal in der Woche. Aber das war jetzt halt mal nur so, weil ich das sehr, sehr gerne spiele. Und da hat jetzt schon einer gewonnen. Aber naja. Ja, dann kommt jetzt halt in den nächsten Tagen wieder viel Minecraft. Und ich werde auch privat wieder viel zocken. Und... Ja, jetzt können wir hier einkaufen. Ich würde sagen, gucken wir jetzt erstmal bei den Waffen, dass uns da ein Holzschwert snacken. Leute, ich kann jetzt nicht so oft, was weiß ich, hauen. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Ja, okay, ich muss es ja so machen. Und jetzt halt noch von dem Rest essen. Ich kann mir keinen Bogen oder irgendeinen Schnickschnack holen. Dafür reicht das einfach nicht aus. Aber das Gute ist an diesem Modus, dass man, und da hat schon einer Full Dia und so eine Scheiße, dass man halt die Sachen einsammeln kann. Das heißt, wir könnten ein wenig aufs Abschrauben auslegen und kommen dann so eine bessere Rüstung, weil man halt die Items aufnehmen kann. Aber ich glaube, wir werden eh verkacken, weil wir erstens nicht das beste Gear haben und zweitens, ich halt noch gar nicht eingespielt bin. Ich habe noch keine einzige Runde seit, wie gesagt, in 2 Tagen gespielt. Und ja, mal gucken, wie das Ganze so wird. Aber wundert euch nicht, falls ich direkt verkacke. Man hat hier dann nicht nur ein Leben, also so wie in SG im Prinzip zumindest, vom Prinzip, dass man immer für immer tot bleibt. Und das sieht schon mal nicht sehr gut für mich aus. Und man spawnt hier auch in einem relativ kleinen Umfeld. Und ja, was hat der denn für ein krasses Schwert? Okay, ich bin tot. Kann man nichts machen. Ja, und das war es im Prinzip so. Also, die hätten das vielleicht nochmal so machen können, dass man eigentlich, ich denke mal so, ich sag mal, 2 Leben, 3 Leben hat. Aber keine Ahnung, wir können ja noch in eine Runde Jumpdown gehen. Ja, wir sind sogar reingekommen, perfekt. Voting. Ja, hier kann man dann für die Maps voten, welche kommen. Ich glaube, das wird dann auch nach Stimme gemacht. Das heißt, die mit den meisten Stimmen kommt als erstes, die mit den zweiten meisten als zweite und so weiter, glaube ich zumindest, ich bin mir aber nicht sicher. Und ja, ich kann euch ja mal so die Lobby zeigen, so sieht die im Prinzip aus, finde ich ganz cool eigentlich. Und ja, ich bin wie gesagt nicht eingespielt, wir spielen jetzt einfach eine Runde Jumpdown, da gibt es halt keine PvP-Phase noch. Einfach mal hinten dran und dann, denke ich, wäre es das auch. Ich wollte einfach nur so sagen, dass ich jetzt wieder vorhab, Minecraft-Videos zu bringen. Das war jetzt nur wegen Order and Chaos 2. Ich zock's halt immer noch relativ oft. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ich wieder mega aktiv Minecraft zocke. Aber ich zocke jetzt natürlich auch zwischendurch viel Minecraft. Keine Frage. Vor allem, wenn ich gerade mal keinen Bock habe oder meine Tatkraft aufgebraucht ist. Ja. Okay. Hä? Ach so, das ist eine Leiter. Ich dachte schon, wie soll man das schaffen? Oh, was? Oh nein. Okay. Ich wollte eigentlich noch was Trinken einschütten, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Ich beeil mich. Das geht schon los. Komm, dann fange ich halt ein paar Sekunden später an. Leute, ich bin sofort fertig. Okay. Ja, wir gehen einfach mal hier runter. Vielleicht ist es ja hier einfacher. Oh, bin ich dumm. Ich traue mich einfach nicht, da runter zu gehen. So. Okay. So, dann hier hin. Oh nein. Oh, ich dachte, ich überlebe das vielleicht. War aber wohl falsch geschätzt. Ich hatte auch nicht vor, da drauf zu springen, sondern auf einen runter. Trotzdem dachte ich eigentlich, dass das überleben sollte. Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
Dann gehen wir einfach mal weiter. Okay, das haben wir überlebt. Nice. Dann hier. Hier. Hier, da kommt man nicht. What the? What the fuck? Okay. Naja, da ist wieder ein, der mega gut ist, drin. Naja, kann man nichts machen. Ich glaube, das wird dann auch nichts mit der Runde. Aber okay. Soll eigentlich nur so dazu dienen, dass ich halt noch was sagen wollte. Ja, ich finde generell so Flash und jetzt dieser Spielmodus, da kommt es nicht so aufs Gewinnen an. Oder Mario Party auch. Da kommt es mehr so drauf an, einfach mal über Sachen zu labern oder auch mal generell ein bisschen Unterhaltung zu liefern. Falls man mal kein Thema am Start hat, aber da muss man jetzt nicht unbedingt so Gewinnrunden reinnehmen. Weil ich bei SG oder so, denke ich mal, sollte man das schon machen. Zumindest, dass man ins Deathmatch kommt oder so. Oder bei Bad Wars, dass man zumindest, ich sag mal, ein spannendes Match hat und nicht direkt rausfliegt. Oder bei Skywars. Ja, aber so bei den Modi, da sollte ja auch so um Unterhaltung dienen und ja, dass man halt auch ein bisschen Gameplay im Hintergrund hat. Einfach mal so. Ja, das sind für mich so ein paar so Modi, wo man mehr Themen ansprechen kann. Generell so Jump'n'Run-Modi, finde ich. Da kann man dann halt am besten die Themen ansprechen. Das werde ich auch nie so machen, dass ich das so als Hauptmodus nehme, wo es im Prinzip aufs Gameplay ankommt. Da spiele ich dann lieber Skywars. Aber das mache ich mit letzter Zeit auch nicht so oft, weil ich habe halt nicht so viel Zeit in den Ferien. Könnte ich mir vorstellen, das vielleicht doch zu machen, weil Leute, wenn eine Aufnahme nichts wird, also wenn eine Runde nichts wird, dann muss man eine neue suchen. Erstmal da reinzukommen, wenn man nicht gerade Premium ist, weil bald läuft mein Premium aus. Dann wieder die neue aufzunehmen. Ja, keine Ahnung, das dauert halt alles in Zeit. Wenn man da mehr Zeit hat, dann kann man das halt auch dementsprechend besser machen. Ja, jetzt hier weiß ich zum Beispiel, dass ich spätestens die zweite Aufnahme, aber eigentlich schon auch die erste Aufnahme nehmen werde. Oh, das ist schon wieder. Dieser Pro, das regt mich so auf. Pro. Ja, okay. Ja. Da hat man dann halt als Neuanfänger keine Chance. Das fand ich bei Craft Games auch besser. Da gab es nicht wirklich so Pros. Ich finde, konnte ich sogar teilweise echt gut mithalten. Aber hier gibt es dann leider auf Revi dann wieder solche Pros, die das 24-7 suchten, sich instant Premium kaufen, wenn der Modus rauskommt. Und es dann einfach suchten. Das fand ich bei Craft Games besser. Da war halt so eine kleinere, ruhigere, ich sag mal, Community von. Och, ist ja Spaß. Community. Bei Jump'n'Run ist ja auch unterschlagen, wusste ich gar nicht. Vielleicht so eine kleinere Community von 300, 400 Leuten. Und hier hat der Server ja allein schon 5000 Slots. Und ja, da ist es schon echt teilweise ein wenig schade. Da hat mir es bei Craft Games besser gefallen. Oh nee. Pro, unmöglich. Pro, unmöglich für Neuanfänge. Muss man doch einfach mal so schreiben, wie es ist. Aber naja. Hoffe ich hätte einfach mal dieser nicht so ganz gameplay-technisch guter Part gefallen. Aber ich meine, alle schreiben hier schon Hacker. Wenn das wirklich ein Hacker war, dann ist es natürlich armselig, aber ich beschuldige einfach mal niemanden als Hacker. Und ja, also Gameplay ist bei mir bei Jump'n'Run nicht allzu wichtig. Mir geht es jetzt natürlich nicht am Arsch vorbei, aber es ist mir nicht allzu wichtig. Deswegen hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. War jetzt mal ein bisschen aus Themen. Es kommen wieder viel Minecraft-Videos in der nächsten Zeit. Freut euch drauf. Minewar kommt natürlich bald auch wieder. Hatte in der letzten Zeit dafür wirklich nicht allzu viel Zeit. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.